Hallo zusammen, wir sind heute ausnahmsweise mal nicht auf dem Telus-Gelände, sondern sind ein paar Kilometer gefahren, gar nicht weit weg nach Bautzen, hier ins Tagwerk. André, hallo, schön hier bei dir sein zu dürfen. Ist ja ein echt abgefahrener Platz. Ich sehe Kunst, ich sehe Tauschbücherregale, ich sehe einen selbstgefertigten Spieleautomat, Retro-Spieleautomat. Ich habe einen 3D-Drucker gesehen. Stell dich doch mal kurz vor und erzähl uns, wo wir hier genau sind. Ja klar, schön, dass du da bist, Patrick, schön dich zu sehen. Ich bin André aus Bautzen hier im Tagwerk heute und ja, wir sind ein Verein für offene Werkstätten, Makerspace, aber auch für Coworking, geteiltes Arbeiten. Und wir arbeiten aber nicht nur zusammen, sondern probieren auch auszustrahlen in die Stadt als Verein und stellen beispielsweise Veranstaltungen auf die Beine, vernetzen Leute und das ist das, was wir hier machen, was ich hier auch mit betreue. Zum einen diese offene Werkstatt, aber natürlich auch alle unsere Aktivitäten und ja, wir koordinieren das hier zentral, aber tun das auch ganz oft so in der ganzen Region dann eben veranstalten die Formate, die wir uns so eben ausdenken bei uns. Wenn man von so Begriffen wie Makerspace und offener Werkstatt noch nichts gehört hat, was kann man denn darunter verstehen? Ja, Dreh- und Angelpunkt ist eigentlich das Miteinander arbeiten. Und um zu arbeiten, braucht man natürlich erster Hand erstmal Werkzeuge und natürlich aber auch das Wissen und die Erfahrung, um damit umzugehen. Und das probieren wir Leuten ja bereitzustellen, an die Hand zu geben, dass wir denen einerseits eine Infrastruktur bieten, wo sie sich halt eben selber Projekte erarbeiten können, diese Ideen umsetzen können, aber auch natürlich auch das Wissen bekommen, um eben mit diesen Werkzeugen umzugehen. Und wir haben ja schon ein paar ziemlich komplexe Maschinen, wie eben nur beispielsweise eben 3D-Drucker oder CNC-Laser bis hin zu CNC-Fräsen. Und da braucht man schon ziemlich viel Know-how, um dann seine eigenen sehr anspruchsvollen Selberbauprojekte im Prinzip umsetzen zu können und das ermöglichen wir hier den Leuten. Was gibt es denn für konkrete Projekte, die ihr hier fertigt oder schon gebaut habt bis jetzt? Ja, beispielsweise diesen Spielautomaten, wie du schon erwähnt hast, dann arbeite ich auch als Selbstständiger hier in diesen Räumen und baue Kicker zum Beispiel, die ich dann halt auch ja der Öffentlichkeit hier zur Verfügung stelle und hier und da auch mal bei einem Event zutage bin halt, um da einfach ja die Leute zu bespaßen, also nicht immer nur mit einem wirtschaftlichen Hintergrund, sondern schon immer ein bisschen mit die soziale Komponente ja im Hinterkopf mit habe. Andere Projekte sind natürlich auch eine Fahrradwerkstatt, die wir hier haben. Das wird durch wen anders betreut und da kann sich auch jeder aus der Stadt hier sein Fahrrad aufpumpen kommen oder schnell mal den Platten flicken bis hin zum ja, Pimpen des Fahrrads und Tunen. Im Prinzip alles möglich. Was das Konzept der offenen Werkstätten oder Makerspaces angeht, was sind denn aus deiner Erfahrung heraus so die Vorteile oder der Mehrwert, den ein solches Konzept für die Region und für den Ort hier in Bautzen beispielsweise mit sich bringt? Ja, als Beispiel kann man unseren Coworking Space nennen, wo sich verschiedene Selbstständige treffen, begegnen, gemeinsam an Ideen arbeiten, erstmal an ihren eigenen, aber sich Inspiration von außen holen und unterstützen. Aber dann auch natürlich durch die Symbiose der verschiedenen Akteure entsteht meistens auch noch wieder was ganz Neues, was nicht zustande gekommen wäre, wenn man alleine in seinem Büro sitzen würde. Und so haben wir ganz viele Projekte schon auf die Beine gestellt mit Gründern und Selbstständigen aus unserer Szene, die dann natürlich auch in der Region eine große Strahlkraft hatten. So im Prinzip wie beispielsweise den Markt der schönen Dinge, wo wir verschiedene Selbstständige aus der Region zusammengebracht haben, um zu Weihnachten eben ihre Produkte zu vertreiben. Und da sind sich die Leute untereinander begegnet, es sind neue Geschäftsideen entstanden. Die Leute haben eine Möglichkeit gefunden, um sich zu verwurzeln in der Region, indem sie eben neue Geschäftszweige sich erschließen und sich inspirieren lassen durch das Umfeld, aber auch natürlich andere Leute, die vielleicht Fragen und Ideen haben, die sie umsetzen wollen, mit ihrem Erfahrungsschatz auch unterstützen können. Und das ist also quasi diese große Wirkung, die man in der Region dann halt auch entfalten kann, nicht nur hier als Insel an und für sich, sondern dass man wirklich mit seinem Wissen offen umgeht und dann verschiedenen Leuten auch ja diese Werkzeuge mit an die Hand geben kann, um ihre eigenen Schritte gehen zu können, um diese Region zu gestalten und zu entwickeln. Also ist auch so dieser Open Source Gedanke da auch noch ein Stück weit wichtig, dass man das Wissen, was hier generiert wird, auch für die Allgemeinheit verfügbar macht, oder? Genau. Okay. Was ist denn deine Verbindung nach Weißwasser? Ja, da gab es schon ganz schöne Projekte. Da haben wir mal ja eine offene Werkstatt auch angedacht und die befindet sich in der Umsetzung jetzt in Weißwasser. Und dazu haben wir auch Projektanträge geschrieben und uns gemeinsam Konzepte überlegt, wie man denn diese offene Werkstatt nun gestalten kann. Da haben wir auch mit anderen Partnern aus Dresden beispielsweise zusammengearbeitet, die sehr, sehr viel Erfahrung im Betrieb einer offenen Werkstatt haben. Und so probieren wir dann halt eben in diesem Netzwerk von verschiedenen Akteuren, Erfahrenen und Unerfahrenen, unser Wissen auszutauschen, sodass es dann auch ja, irgendwie einen Fluss vom Städtischen aufs Ländliche findet und die Möglichkeiten überall erschlossen werden, sich dann eben auch als Jugendlicher beispielsweise nicht nur in der Stadt zu betätigen mit seinem Hobby-Bio-Projekten, sondern dann auch auf dem Ländlichen die Möglichkeit zu haben,
sich da eben selber zu neu zu erfinden und ja, selbst zu erfahren im Prinzip. Und ist da vielleicht für dieses Jahr oder in näherer Zukunft schon was Konkreteres geplant? Ja, angedacht für dieses Jahr haben wir beispielsweise das Netzwerktreffen offener Werkstätten der Lausitz. Da trifft sich die Lausitzer Szene offener Werkstattmenschen, alle Akteure eben in diesem Netzwerk. Und wir haben ja schon ja aus der Vergangenheit gelernt, wie wichtig das ist, dieses Wissen halt auszutauschen. Und genau das ist Sinn und Zweck der Sache. Und dieses Netzwerktreffen, das werden wir im SKZ-Tedux dieses Jahr veranstalten. Da freue ich mich schon drauf. Sehr schön, na wir auch. André, du bist ja Produktdesigner, stellst ja unter anderem deine eigenen Tischkicker her, hast ja eine Manufaktur, wie du gesagt hast. Was inspiriert dich und was motiviert dich zu deiner Tätigkeit? Ja, an sich Freiheit, dass ich mein selber eigener Chef bin, selber entscheiden kann, an welchen Projekten ich arbeite, wann ich arbeite, wie ich mir meine Zeit einteile, welche Risiken ich eingehe. Und das Schöne daran ist, wenn ich mich halt entscheide, was zu machen, dann mache ich es immer nur, weil ich Spaß dran habe. Also ich arbeite selten unter Zwang und das ist mir auf jeden Fall die Selbstständigkeit wert. Du würdest es quasi wieder tun. Ja, Auf jeden Fall. auf jeden Fall. Das ist eine super Lebenserfahrung. Also ja, man lernt auch aus schlechten Sachen oder schwierigen Zeiten und das, ja, man kann sehr, sehr viel auf dem Weg als Mensch so für seine Zukunft eben lernen. Und das ist, ja, sind sehr wichtige Lektionen, die ich da auch selber gelernt habe, Ja. die mir auch kein anderer Mensch irgendwie geben könnte in Form von Textbuchwissen, sondern manche Fehler muss man einfach nur selber machen, um dann halt eben daraus zu lernen. Ja, wenn Menschen sich jetzt mit ähnlichen Gedanken rumschlagen, dass sie auch gerne ihre eigenen kreativen Ideen umsetzen wollen, was würdest du denn denen aus deiner Erfahrung heraus raten? Ja, ganz wichtig sind Netzwerkpartner. Also sucht euch Unterstützung, sucht euch Hilfe, Leute, die euch beraten können, euch unter die Arme greifen können, euch ja helfen können, eigentlich eure Idee überhaupt bis zur Geschäftsreife zu bringen in Hinsicht auf Produktqualität. Aber da gehört auch viel, viel Bürokratie dazu, wo man sich nicht immer selber reinfuchsen muss. Man braucht das Rad nicht immer neu erfinden, sondern man kann auch einfach mal Leute fragen. Und beispielsweise hier bei den offenen Werkstätten habt ihr einen Anlaufpunkt, um eben an diesen Wissens- und Erfahrungsschatz ranzukommen und wirklich geht raus, unterhaltet euch mit Menschen über eure Idee. Es ist nicht schlimm, Ideen zu teilen, sondern ihr werdet überall ja Unterstützung und Beratung erfahren. Und das ist genau das, was man braucht, um dann auch ja ständig an seiner eigenen Idee weiterarbeiten zu wollen, ist einfach auch diese Bestätigung, die man erfährt aus dem Umfeld heraus. Und die kann man nur erfahren, wenn man sich austauscht. Ja. Also rausgehen. Und man kennt auch immer wen, der ihm da weiterhelfen kann, selbst wenn man selber an seine Grenzen gerät. Abschließend vielleicht noch eine Frage. Was würdest du dir denn für die Region oder für die Stadt Bautzen im Speziellen oder diesen Ort, das Tagwerk für die Zukunft wünschen? Ja, generell für die ganze Region wünsche ich mir sehr viele junge Menschen, die ihre Ideen umsetzen, die Kreativität in die Lausitz bringen und innovative Ideen verwirklichen. Dann danke ich dir für dein Gespräch und deine Zeit. Gerne.